Im Cruisergewicht. Kickboxen Vollkontakt. Drei Runden nahe zwei Minuten. Pejo Guberatsch aus Zürich gegen Marco Kraljevic aus München. Was die Kampfrekorde angeht, da liegen sie ganz eng beieinander. Beide haben 9 Kämpfe bislang bestritten. Der Guberatsch 8 gewonnen, 1 verloren, 4 K.O.s. Und Marco Kraljevic alle 9 gewonnen, 6-mal durch K.O. Also der hat ein ganz schönes Fund in den Fäusten. Ringrichter Ufuk Çetin. Naja, da geht es gleich mächtig zur Sache. Da müssen Sie mit den Köpfen aufpassen. Da. Pio Guberatsch geht einmal ein bisschen nach vorne jetzt. Gute Treffer jetzt von Kraljevic. Wir wissen ja, der kann zuhauen, der kann treffen. Der hat einen harten Schlag. Nochmal die Rechte dazu im Kopf. Und Ufuk Çetin zählt den Schweizer. Der hat schon einen riesen Falten hier unter dem linken Auge an. Ja, das war wirklich eine prekäre Situation für ihn. Jetzt geht er nach vorne. Erste Runde ist rum. Klasse gemacht von Marco Kraljevic, der von Pavlica Steko, Nebo Kostadinovic und Filip Kuttler betreut wird. Und Pejo Guberatsch von Enver Sliva. Und der Enver Sliva, alter Bekannter hier bei den Steko Fight Night. Hervorragender Schwergewichtler. Zweimal gegen Michael Smolik angetreten. Erster Kampf. Hauchdünne Angelegenheit, zweiter Kampf dann klar für Smolik. Und auch gegen Daniel Dietz hat er verloren. Allerdings hat er da mit der Bandscheibe zu tun gehabt, hätte eigentlich gar nicht kämpfen müssen, wollte trotzdem ran und ja, war er schlecht bedient. Trotzdem muss man ja auch erstmal besiegen. Das hat der Daniel Dietz dann auch souverän gemacht. Und jetzt ist er in der Ecke von Pejo Guberatsch. Der Enver Sliva vom Iron Bull Gym in Zürich. Weiter geht's. So, jetzt kommt er noch mal ganz motiviert da aus der Ecke. Der Schweizer. Klar, hat gemerkt, da Ende der ersten Runde hat er zu viel kassiert, war, ich würde mal sagen, angenockt. Gut auch von Ufuk Çetin, dass er da dazwischen gegangen ist, ihn das mal angezählt hat. Ja, und der Marco Kraljevic, der macht das hier in aller Ruhe. Ist natürlich körperlich ein bisschen überlegen. Bessere Reichweite. Internationaler deutscher Meister der WKU ist er. Ah, immer wieder diese harten Schläge, die da durchkommen. Aufwärts sagen, knapp verpasst, aber Kraljevic deutet an, warum er eine gute K.O.-Quote hat. Ja, der war nicht ungefährlich, der Aufwärtshaken des Schweizers. Also nochmal Guberatsch in der schwarzen Hose, Krajewitsch in weiß. Na, Fußfeger. Kann einer aus dem Tritt bringen.
weil er mal kurzfristig zu Boden muss. So, und nochmal zum Ende dieser zweiten Runde, Volltreffer mit der rechten. Ja, und nochmal. Der hat da ganz schön Pfeffer drin, der Marko Kraljevic. Und holt sich natürlich die zweite Runde auch. Und damit ist die Kiste fast schon gegessen. Wenn der Pejo Kuberac nicht durch K.O. gewinnt, dann hat er das Ding hier verloren. Hat er ganz gut angefangen jetzt hier in der zweiten Runde. Und dann zum Schluss haut er sich da nochmal. Selbst kann man sagen, weil er offen ist wie ein Scheunentor, die Punkte wieder weg. Na, diese Rechte, die kommt schon verdammt gefährlich von Marko Kraljevic. Da steht er da, alle Ruhe, schaut sich den Gegner aus und dann knallt es da am Kopf des Schweizers. 1,84 ist er groß, Kraljevic 1,93. Naja, das merkt man dann schon, diese körperliche Überlegenheit. Im Brustgewicht geht es hier im Kickboxen bis 86 Kilogramm. Dritte Runde. Er würde auf alle Fälle ein schönes Pfeilchen als Andenken ja, an München mit nach Hause nehmen. Der Schweizer Freund. Ja, am Anfang der Runden, da greift er immer herzhaft an. Diese rechte, die ist echt brandgefährlich von Krajewitsch. Ja, da hat er mal mit dem Kick zum Kopf probiert und sofort nachgesetzt. Ja, so eine kleine Talentschau heute, was die Stekos angeht. Alles mal am Anfang junge Burschen im Ring. Kraljevic ist auch erst 24 Jahre alt. Also der hat den jetzt zwei, dreimal richtig schön angeklingelt, den Kuberac. Aber nochmal Hut ab, auch vor dessen Leistung. Ja, er greift immer wieder an, versucht das Blatt irgendwie zu wenden. Aber langt eben nicht ganz, was er da technisch und boxerisch zu bieten hat. Ja, da fehlt auch der nötige Saft hinter den Schlägen. So, auch der Kampf, den konnte man gut anschauen. Zweite Superfight. Letzte Runde ist er einigermaßen glimpflich weggekommen, der Pejo Kuberac. Vorher muss er mächtiger einstecken. Sieht man auch seinem Gesicht an. Aber dass ein Kämpfer aussehen kann man lernen als junger Bursche. Und vielleicht ist das Gruselgewicht für ihn ja auch eine Gewichtsklasse so hoch. Wenn man sich die beiden Burschen da anschaut, fehlen da doch ein paar Kilo. Na, ist egal. 86 Kilo hat er auf die Waage gebracht. Aber irgendwie waren die Pfeffer verteilt bei Marko Kraljevic. Warten wir auch das Urteil ab. Ich denke mal, da gibt es nichts herumzurütteln. Der Marko Kraljevic wird seinen 10. Kampf gewonnen haben. Diesmal nicht K.O. War kurz davor. Sondern nach Punkten, aber es wird ihm auch egal sein. War eine starke Leistung. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Einstimmiger Sieger durch Punktentscheid. Und damit
Weiterhin ungeschlagen aus München, Marko Krajewitsch. Also, Marko Krajewitsch hat hier überzeugt. Und wenn er so weitermacht, werden wir ihn sicherlich bei der nächsten Stekos Fight Night wiedersehen.